Und hallo und herzlich willkommen zu Starfleet Academy, Star Trek Starfleet Academy. Und das letzte Mal sind wir ja wieder ein paar Mal grandios gescheitert an der Mission, wo Kennen Sie ein alle die Sonnen, irgend so eine traditionelle russische Sonnenkreatur uns irgendwie Matruschka-Puppe? ständig umbringt. Und Eine wird gegen die höchstwahrscheinlich wissen wir andere einfach nur nicht gestellt wie ein genau, kleines warum Rosa. oder wie wir sie bekämpfen können. Tja, nun haben wir hier eine zweite Matruschka. So, Captain's Logbuch, jetzt Stammbuch, machen wir diesen ganzen Kram nochmal weg. Den haben wir Seilgänger-Logbuch. beim letzten Mal schon ein paar Mal gesehen. Wir gehen jetzt erstmal wieder auf die entsprechenden Alarmstufe Gelb. Sollen wir gehen, ne? So, wir gehen auf die Schadenskontrolle. Und wir nehmen die Impulsantriebe, die Hülle, die üblichen Sachen nach oben, ne? Das, den Greifstrahl nicht. Die Lebenserhaltung. Und den Warp-Antrieb setzen wir auch auf mehr. Warum nicht 0, sondern 1% eigentlich, ne? Weil 0 bedeutet gar kein Fortschritt. 1% bedeutet immerhin geringfügiger Fortschritt. So. Und dann gucken wir jetzt mal. So, also Alarmstufe gelb. Damit haben wir, und nicht G, sondern gelb. G, yellow, ne? So. Dann warpen wir jetzt mal hin. Und dann versuchen wir mal, das zu machen, Wir treten jetzt dass in wir das irgendwie Taxi-System ein. wegkommen, ne? Skirek, können Sie mir irgendwelche Werte zur Gesundheit dieses Systems geben? Etwaige Hinweise darauf, So. warum sie so instabil geworden ist? Jetzt versuchen wir, Wo ist die Taxis fünfte noch zu Abfangrampe? heilen. Auf den Schirm schalten. Hier spricht Captain Fox. Captain? Ja. Hat er gesagt, er sei Thomas Horn? Allerdings. Glauben Sie, dass das ein Zufall ist, Captain? Nicht, wie ich Chekov kenne. Wir werden das bestimmt früh genug herausfinden. Wir werden gerufen, Captain. Auf den Schirm schalten. Sie steckt ziemlich in Schwierigkeiten, Mr. Horn. Sie sollten uns sagen, wo sie ist. Ich wusste, dass sie Dummheiten macht. Das letzte Mal war sie kurz vor der EMP-Welle hier. Sie bot sogar an, zu helfen, bis sie dann verschwand. Sie steckt ziemlich in Schwierigkeiten. Sehr seltsam. Wir werden einen Kurs eingegeben, Captain. Okay, also die das Artefakt gestohlen hat, soll hier auch sein. Und wir warpen jetzt rüber zur Sonne. So. Okay. Wir. Die Asteroiden in diesem System sind aus Nickel und Eisen, aber sie enthalten auch eine ungewöhnliche, unbekannte Energie. So, wir schicken mal eine Probe dahin. Kann ich die Sonne nicht. Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante zu bestehen. Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante zu bestehen. Diesen Werten zufolge scheint es die solare Energie vom Stern des Systems. Gleich mal wegwarpen. So, das will uns nämlich angreifen, das Vieh. So, Glück gehabt, nochmal rausgekommen. Okay, sind alle Sachen wieder repariert? Wir hatten ein paar Schildprobleme, okay. So, dann hellen wir jetzt nochmal Taxios, okay? Auf den Schirm schalten.
Als wir die Sonne untersuchten, entdeckten wir etwas. Ein riesiges Wesen, das an dem Stern zu fressen schien. Haben Sie eine Idee, was das sein könnte? Nein, davon ist mir nichts bekannt. Aber ich kann unsere Wissenschaftler fragen. Wird die Sonne durch dieses Ding denn instabil? Wahrscheinlich. Wir können erst nach der Datenanalyse sicher sein. Gab es andere seltsame Vorkommnisse vor der EMP-Welle? Nichts. Warten Sie. Kurz vor der Welle wurde eine Reihe von Asteroiden zerstört. Wenn Sie uns Ihre Sensordaten runterladen, Captain, können wir uns vielleicht schlau machen. Sturek wird Ihnen sogleich die Daten in die Computer laden. Das kann etwas dauern. Ich melde mich, wenn wir was finden. Okay. Die Sensoren zeigen an, dass ein romulanischer Bird of Prey schnell auf uns zukommt. Captain, der Romulaner ruft uns. Auf den Schirm schalten. Hier Captain Forrester von der USS Ranger. Bitte geben Sie an, was Sie hierher führt. USS Ranger, ich bin auf Anweisung des romulanischen Botschafters hier. Des romulanischen Botschafters? Was hat der denn zu berichten? Er sagt, dass Sie sich sofort zum Maris-System begeben sollen. Sie lügen. Was ist der Name des Botschafters? Ich lasse mich nicht auf solche dummen Spielchen ein. Spielchen? Sie sind es, der hier Spiele spielt. Sagen Sie mir jetzt, warum Sie hier sind. Captain, ein Schiff ist gerade am Rande des Systems aus dem Warp gekommen. Es ist ein Raven. Captain, der Romulaner hat den Rufkanal geschlossen. Der Romulaner aktiviert seine Waffen und Schutzschilde. Alarmstufe rot. So, Romulaner, du wolltest wohl uns ein bisschen für dumm verkaufen. Das werden wir aber nicht zulassen, ne? Ja, wir sind noch gut in Form. Wir werden dich jetzt hier außerhalb des anderen, weg von dem anderen Vieh, erstmal erlegen. Ein bisschen langsamer machen noch. Und schon hast du dich wieder. Ey, der greift uns an. Ist der Punkt das vielleicht? Ach, das... Das könnte er gewesen sein sogar, oder? So, hinter uns. Natürlich. Hier spricht Captain Forrester von der USS Ranger. Ich verhafte Sie.
Bitte, Captain. Ersparen Sie mir das Getue. Ich kann jederzeit whoopen. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich Ihre Brillanz und Dickköpfigkeit bewundere. Sie haben zwei meiner Treffen vereitelt. Nicht schlecht. Ich muss Sie warnen, Captain Horn. Sie werden sowohl von der Föderation als auch von dem Romulanischen Imperium gesucht. Nenn mich Maggie. Angesichts der Umstände finde ich das sehr unangemessen. Nenn mich doch bitte Maggie. Und ja, ich kenne meinen Status bei den Mächten des Universums. Falls Sie es noch nicht wissen, es ist mir egal. Helfen Sie nur meinem Vater. Ich erledige den Rest. Was erledigen Sie, Captain Horn? Adieu, Captain. Ich wünschte, unser Treffen stünde unter einem besseren Stern. Captain, da ist eine Subraumboje am Rande des Systems. Sie hat ihre Übertragung eingestellt. Verdammt! Captain, Thomas Horn ruft uns. Auf den Schirm schalten. Okay. Captain, die Sensoren orten eine romulanische Bird of Prey in der Nähe des Planeten. Kein Problem, Mr. Horn. Haben Sie etwas zu berichten? Wir verglichen Ihre Daten mit unseren und denken, dass sich das Sonnenwesen einst im Inneren eines der Asteroiden befand. Hilft uns das weiter? Wenn Sie Ihre Faser modellieren, können Sie die Kreatur vielleicht paralysieren. Wer weiß, wie lange das anhält. Kann nicht schaden. Senden Sie uns die Frequenz und wir versuchen es. Danke, Captain. Dateneinlesung im Gang. Viel Glück. Okay, wenn Sie Ihre Faser modulieren, welche Faser? Welche Faser sollen wir modulieren? Captain, die Faser sind auf die erforderliche Frequenz eingestellt. Gute Arbeit, Robin. Mal sehen, was wir tun können. Okay, jetzt gucken wir uns unsere Problemfälle an hier. Der Greifstrahl ist natürlich kaputt. Hallo, Greifstrahl. Die Schilde sind, was, repariert? Die sind immer noch rot. So. Wir müssen das erstmal in Ordnung bringen hier. So. Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante zu bestehen. Diesen Werten zufolge scheint es die so... Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante zu bestehen. Diesen Werten zufolge scheint es die solare Energie vom Stern des Systems zu absorbieren. Wo ist denn die Sonne jetzt? Da sind die anderen Planeten. Da ist die Sonne. Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen. Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante. Okay, gucken, dass wir die Schadenskontrolle hinbekommen. Die Schilde sind immer noch nicht richtig da. Der Greifstrahl auch nicht. Okay. Sonnenkreatur stoppen. Boah, dass die Schilde... Okay, gut. Greifstrahl brauchen wir nicht mehr. So, wie sieht es mit den Schilden jetzt aus? Die sind immer noch auf Gelb, ne? Warum seid ihr immer noch auf Gelb? Auf Dunkelgelb immer noch, ne? Könnte schwierig werden. Aber mit den modifizierten Phasern könnten wir das Geschöpf vielleicht sogar wirklich anhalten, ne? Ich hoffe doch, dass das geht, ne? Ja, die Schilde sind immer noch bei Gelb. Das Materie-Antimaterie-Gleichgewicht ist wieder stabil.
Ach, die Warp-Antrieb. Der Warp-Antrieb war auch kaputt, oder was? Okay, gut. Probieren wir es mal jetzt. Also, warpen wir mal hin. Alarmstufe Rot. Ach, hatten wir ja schon, ne? Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante zu bestehen. Diesen Werten zufolge scheint es die solare Energie vom Stern des Systems zu absorbieren. Captain, das Sonnengeschöpf bewegt sich wieder auf uns zu. Wo ist denn? Was soll das heißen, keine Wirkung? Robin, was ist hier los? Captain, es ist die Energiemodulation, die wir für das Sonnengeschöpf benutzt haben. Ich kann die Fieser wieder zum Arbeiten bringen, aber es wird ein paar Minuten dauern. Wir haben keine paar Minuten. Ich bin schon dabei, Captain. Ich sehe nichts. Wir müssen uns wegbewegen hier. Schadenskontrolle. Und so. Oh, wo ist er denn? Da ist er. Jetzt. Unsere Sensoren sind auch ziemlich übel ausgefallen, ne? Nehmen wir die Photon-Torpedos weg. Versuchen wir mal die Sensoren. Ah, oh, shit, wo ist er hin? Da ist er. Wie war nochmal manuell? Untere Schilde reparieren. Gut. Treffen hier gar nichts, ne? Zur Raumbasis zurückkehren, sagt er uns. Schadenskontrolle. Warp-Antrieb. Warp-Antrieb. Sensoren.
Kann ich wegwarpen? Nee, kann ich nicht. Bist du denn? Direkt bei mir irgendwo. Da bist du. Ja. Wird schon mindestens gelb, ne? Unser Kommunikationssystem ist offline, Captain. Warum? Ach, auch die Kommunikation ist offline. Drehen wir uns mal komplett um. Und versuchen von ihm wegzufliegen, so schnell es geht. Und Abstand zwischen uns zu gewinnen. So, 10.000, 11.000, alles klar. Jetzt könnten wir wahrscheinlich, hoffentlich... Oh, nee, er kommt näher. Warum können die dann immer an einen näher rankommen wieder, ne? Komm. Damit man nicht einfach wegfliegen kann, ne? Gut. Willkommen. Wahrscheinlich sollst du den auch. Besiegen den Typen, ne? Jetzt. Da war er. Da unten war er. Dich kriegen wir trotzdem noch. Ja, und jetzt dreht er wieder. Wo bist du? Da ist er. Weit weg. Der ist nicht weit weg. Der ist auch ziemlich nah, aber der ist halt trotzdem eine Plage. Du sollst nicht die Greifstrahlen. Du sollst den Warp-Antrieb machen. Ach, können wir ihn immer noch nicht rauswarpen.
Ja, ich sehe ja kein Ziel. Wo ist denn das Ziel? Sag mir doch, wo das Ziel ist. Da ist das Ziel. Also, ich hab was verloren. Shit, wo ist er jetzt? Ist er das? Ja, das ist er. Obere Schilde sind repariert. Komm, dich kriegen wir noch jetzt. Verdammter Klingone hier. Jawohl, wir haben ihn gerammt. Captain, der Hub ist wieder voll da. Die Kommunikation und die Sensoren sind noch dumm, aber wenigstens können wir jetzt weg von hier. Gut, dann würde ich sagen, wir legen schnellstens so viel Entfernung wie möglich zwischen uns und dieses System. Ich will nicht noch auf andere Klingonen oder Romulaner warten. Skirek, was macht das Sonnenwesen? Es hat sich überhaupt nicht bewegt. Es scheint zu schlafen, wie sie es nennt. Gut, ich ziehe weg von hier. Nichts wie weg hier. Alles klar. Gut. Haben wir es geschafft? Befehl ausgeführt. Sie sind überrascht, Kadett. Sie wussten doch, dass sie es schaffen. Captain Horns Pläne, das Instrument an die Birds of Prey zu verkaufen, wurden vereitelt. Taxius 1 und 2 erhielten Aufschub durch die Lähmung der Sonnenschlange. Das Mysterium verdichtet sich von Puzzle zu Puzzle, nicht? Ja, Chekov, danke sehr. Super, Chekov. Alles klar, Mission Nummer 19. Mission Nummer 19, jawohl. Was für ein Ding hier. Wir gucken nochmal, wie es weitergeht mit der Verschwörung an der Akademie. Sie sind offiziell eines jeden Sabotageverdachtes enthoben. Kadett Forrester, die Anklage gegen Sie wurde fallen gelassen. Und Sie sind wieder Teil der Raumfahrtenakademie. Ihre Kooperation war von unersetzlichem Wert und mehr als die Pflicht verlangte. Ihnen gehört die Anerkennung des gesamten Kommandostabs. Danke, Sir. Aber ich verstehe das alles immer noch nicht. Sturek untersuchte auf Bysia gefundene Schiffsfragmente. Er entdeckte, dass ein kompliziertes Neuronetz auf die Moleküle der Fragmente geätzt war. Ich postuliere, dass die Fragmente Teil einer kybernetischen Lebensform sind, die ich Miklanti nennen will. Nach Joseph Miklanti, dem revolutionären Kybernetikforscher des 22. Jahrhunderts. Die Klingonen besitzen nichts dergleichen. Aber was bedeutet das? Es bedeutet, das Schiff ist eine Lebensform. Bei Beweis dieser Theorie, Sturex, hätte die Vanguard eine machtvolle Propagandawaffe verloren. Also sprengte die Kadettin Gage das Labor. Dann benutzte die Vanguard ihre eigene Sabotage, um die ganze Föderation in Frage zu stellen. Und die Untersuchung gegen Sturek, Sir? Alle Beweise wurden zerstört. Die Explosion kostete uns unsere einzige Chance, herauszufinden, wer die Angreifer waren. Captain Kirk ist auf dem Weg zum Bysir-System. Vielleicht findet er ja noch etwas. Nun, meine Herren, ich glaube, diese Kadetten sollten sich jetzt wieder ihren Studien zuwenden. Weg. Hi, Sir. Hi, Sir. Hi, Sir. Gratuliere, David. Danke. Schön, Sie wieder zu haben. Danke für Ihre Hilfe, David. Sie haben viel für mich riskiert. Na, Mr. Sturek, ich musste Sie doch aus Ihrer Stube rausholen. Ich empfand den Arrest eigentlich als recht erfrischend. Ich hatte mehr Zeit für meine Studien. Selbst Stubenarrest bringt ein Vulkanier nicht an Verfassung. Okay. Kadetten-Logbuch. Dies ist die letzte Woche unseres Kommandolehrens.
Wir wissen immer noch nicht, wer oder was Bysia zerstört hat. Die Spannungen zwischen der Föderation und den Klingonen haben sich verschärft. Wenn wir Styrex Beweismaterial nicht verloren hätten, sähe die Sache jetzt vielleicht anders aus. Styrex, sie überarbeiten sich. Vulkanier haben gutes Durchhaltevermögen. Der Verlust der Beweise war doch nicht ihr Fehler. Wenn überhaupt, dann meiner. Ich hätte wieder reingehend die Daten rausholen sollen. David, das wäre ihr Tod gewesen, ebenso wie meiner. Und jetzt kommen Tausende von Menschen bei diesen wahllosen Angriffen um. Wenn ich gehandelt hätte, hätten wir diese Massaker vielleicht schon stoppen können. So sind unsere Chancen minimal. Da wäre ich mir nicht so sicher. Sir! Letzte Woche erfolgte ein weiterer Angriff entlang der neutralen Zone. Ich habe die Suche des Planeten angeführt. Und die hier gefunden. Ich habe diese Radkappe Fragmente gefunden. Fragmente des angreifenden Schiffs, abgeschoren von einem planetaren Verteidigungssystem. Einige zeigen die von Sturek entdeckten molekularen Ätzungen. Raumflottenforscher haben die Fragmente gründlich untersucht und kamen zu dem Schluss, dass die molekularen Ätzungen nicht das von mir postulierte kybernetische Neuronetzwerk darstellen können. Ich bin anderer Meinung. Ich wollte Sturek noch eine Chance geben, seine Theorie zu beweisen. Ich habe die Raumflotte überzeugt, ihm die Fragmente für den Rest des Studienjahres zu überlassen. Es erfordert sehr viel Arbeit, festzustellen, ob meine Theorie Validität besitzt. Nun, Mr. Forrester, Sie sind ein Teamleiter. Für Spezialprojekte braucht Sturek keine Erlaubnis von mir. Aber ich brauche Ihre Hilfe. Wieso? Ich muss den Rest simulieren und Ihre Erfahrungen mit Commander Chekov könnten mir helfen, das noch vor Lehrgangsende zu schaffen. Was meinen Sie, Captain Kirk? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie Ihre Zeit verbringen sollen. Das Kommando eröffnet Ihnen eine Chance. Ob Sie sie ergreifen oder nicht, liegt bei Ihnen. Das ist eine einmalige Chance zur Untersuchung der Fragmente. Kein anderes Labor der Föderation hat die McClanty-Kybernetik-Reste und gleichzeitig so fortschrittliche Computersimulatoren. Ich werde Ihnen gerne helfen. Eine komische Frage. Ich werde Ihnen gerne helfen. Viel Glück Ihnen beiden. Danke, Sir. Danke, Sir. Es ist angenehm, Ihre Hilfe zu haben. Lassen Sie mich Ihnen meine bisherigen Bemühungen erklären. Sehen Sie, das ist keine willkürliche molekulare Kristallisierung. Wir könnten also den Rest dieser Matrix simulieren, um herauszufinden, wie sie funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich gut genug dafür bin. Ich weiß es aber. Wir werden es ja sehen. Okay, also. Sie sind alle wieder im Dienst. Und jetzt wird ordentlich untersucht. Dann gehen wir jetzt in die nächste Mission hinein. Oh, Mizi, vorsichtig. Lass bitte die Papiere. So, danke. Alles hat ein Ende, Kadett. Es scheint, als sei die Sonnenschlange wieder erwacht. Wie der legendäre Phönix aus der Asche. Die Bewohner von Taxius 1 und 2 können nicht rechtzeitig evakuiert werden und in ein paar Tagen wird die Sonne zur Nova. Ihre Mission ist einfach, eine Lösung für diese Probleme zu finden. Ah ja, noch etwas. Admiral Tennek ist zurück, wie auch ein Klingonenbotschafter, den Sie schon kennen. Hiermit kennen Sie nun alle Aspekte. Jetzt heben Sie nur den Kopf der nächsten Matruschka ab und Sie sehen die letzte Puppe. Oder nicht? Ach, jetzt wird's wieder kompliziert. Captain's Logbuch, Sternzeit 4347,6. Ich glaube, wir kommen jetzt so oder so dem Ende näher. Wir müssen diese Sonnenkreatur stoppen und auch Captain Horn gefangen nehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass wir alles denkbare Glück brauchen werden. Na, das war soweit ganz interessant. Romulaner und Klingonen kooperieren. Als ob das im richtigen Leben je vorkommt. Könnte schon sein. Captain, wir werden von Admiral Tennek gerufen. Auf den Schirm. Ich habe Neuigkeiten über die Romulaner, die Ihnen begegnet sind. Schießen Sie los. Man nennt sie die Vashar. Eine Gruppe mit dem Ziel, das romulanische Imperium an sich zu reißen. Sie denken, der Amplifikator hilft Ihnen dabei. Amplifikator? Ja. Ein interstellares Gerät zur Verdreifachung der Energie eines normalen Photon-Torpedos. Es war der Prototyp unseres Plasmatorpedos. Und was plant der Prätor mit dem Instrument? Meine einzige Aufgabe ist, die Vashar aufzuhalten und den Amplifikator wiederzubekommen.
Wie können wir ihn mit dem Applikator vertrauen? Woher wissen wir, das Imperium ihn nicht gegen die Föderation einsetzt? Wir helfen ihnen soweit möglich. Woher wissen wir, ob das Imperium ihn nicht gegen die Föderation einsetzt? Sie müssen mir nicht trauen, Captain. Für mich zählt nur eine Sache, die Rücknahme des Amplifikators. Endlich, nicht? Wir können nicht alle so herzlich sein wie Sie. Captain, wir werden von den Klingonen gerufen. Ich muss gestehen, ich dachte nicht, dass Klingonen Intelligenz überhaupt kennen. Aye, Sir. Hier spricht Captain Forrester von der USS Ranger. Sie wollten mich sprechen. Captain Forrester, ich bin Ducret vom Clan Tarkat. Sie haben mich doch hoffentlich nicht vergessen. Ich habe Informationen für Sie. Gut, es ist eine Ehre, Sie wiederzusehen. Wie lautet die Information? Dummheit ist nicht nur auf euch Erdlinge beschränkt. Die Klingonen, die Sie vorher trafen, wollten den romulanischen Amplifikator kaufen, um ihre Macht im Imperium zu vergrößern. Sie wissen also davon? Natürlich ist dem klingonischen Imperium der Amplifikator bekannt. Seltsam nur, dass Klingonen diese Information haben. Das meinte ich nicht. Ich war nur überrascht, dass die Föderation nicht wusste, dass sie es wissen. Seltsam nur, dass Klingonen diese Information haben. Das meinte ich nicht. Das ist verständlich. Also, was gedenken Sie mit diesem klingonischen Weg zu tun? Wir werden versuchen, sie gefangen zu nehmen und sie dem Imperium zur Verurteilung ausliefern. Wenn sie angreifen, zerstören wir sie. So mag ich Sie, Forrester. Ich habe Informationen, dass die unwürdigen Quahung im System Taxus das Instrument kaufen wollen. Interessant. Wie meinen? Nichts weiter. Ich wäre dankbar, wenn Sie uns begleiten würden. Ein Klingone scheut weder Strafe zu verhängen, noch scheut er Schuld zu büßen. Kurs eingegeben, Captain. Scheut weder Strafe zu verhängen, noch Schuld zu buchen. Keine Antwort, Captain. So, das lassen wir mal. So, die stehen dort. Hier werden wieder unsere... Ach, das ist auch immer so blöd, weißt du? Dass man das hier so einstellen kann, jedes Mal. Jedes Mal. So, jetzt sind wir bei 2% der Greifstrahl runter. Den brauchen wir nicht. So, Photonen hoch. Phaser hoch. Hülle hoch. Lebenserhaltung hoch. Impulsantrieb hoch. So. Also. Alarmstufe gelb. Und, wir haben ein ganz tolles neues Schiff. Wir haben eine Excelsior. Also. Warpen. Ich sehe einen schweren romulanischen Kreuzer und einen Klingon D7 auf den kleinen Planetengürtel zufliegen. Das müssen die Rebellen sein, von denen Ducret und Tennek schon sprachen. Ich sehe auch ein anderes, ein kleineres Schiff, das zieht vom ersten Planeten zum Kleinplanetengürtel. Es ist ihre Raven. Sie entscheiden jetzt, Captain. Rufen Sie Ducret und Tennek. Sie sollen die Rebellen beschäftigt halten. Wir kümmern uns um Horn. Beide, Ducret und Admiral Tennek, willigen ein, den Feind anzugreifen. Also jetzt Horn. Kurs eingegeben, Captain. Gut. Wir kümmern uns um Horn.
Kriegerischer schwerer Kreuzer enttarnt sich, Captain. Margaret Horns Schiff ist ein kleiner Frachter. Ich orte auch einen großen Energieoutput, der höchstwahrscheinlich zu der Tarnungsvorrichtung gehört. Wir sind außer Reichweite des Transporters, Sir. So, wir beamen sie an Bord. Wir haben sie zerstört. Yeah. Ich kann das nochmal machen, ne? Oh, ja. Greift mich jetzt an. Dann ist es rot. Bleiben wir jetzt hier stehen. Das bringt ja sowieso jetzt nichts mehr. Ich habe doch schon Neustart. Ich habe doch schon die Sachen schon verloren. Also kann ich bringt mir das alles nichts. Interessant, Romulane und Klingonen kooperieren. Als ob das im richtigen Leben je vorkommt. Könnte schon sein. Captain, wir werden von Admiral Tennek gerufen. Auf den Schirm. Gut. Ich habe Neuigkeiten über die Woher wissen wir, ob da Sie müssen mir nicht... Empfindlich. Wir können nicht alle so... Captain, wir werden von den Klingonen gerufen. Okay. Ich muss gestehen, ich dachte nicht, dass Klingonen Intelligenz überhaupt kennen. Aye, Sir. Hier spricht... Gut, was ist das? Es ist eine Ehre, Sie wiederzusehen. Dummheit. Das meinte ich nicht. Ich war nur überrascht. Das ist verständlich. Und wir versuchen... Wir werden versuchen, sie gefangen zu nehmen und sie dem Imperium zur Verurteilung ausliefern. So. Also nochmal Schadenskontrolle. Versuchen wir es jetzt nochmal. Warp-Antrieb runter. Greifstrahl runter. Und die Sensoren so weit runter, wie es geht. Damit sind... Naja, gut. So, gut. Also, Alarmstufe rot. Warp-Antrieb. Und wir fliegen mit einer... Excelsior los, ne? Captain, ich sehe einen schweren romulanischen Kreuzer und einen Klingon D7 auf den kleinen Planetengürtel zufliegen. Das müssen die Rebellen sein, von denen Ducret und Tennek schon sprachen. Ich sehe auch ein anderes, ein kleineres Schiff, das zieht vom ersten Planeten zum kleinen Planetengürtel. Es ist ihre Raven. Sie entscheiden jetzt, Captain. Rufen Sie Tanex, Sie sollen sich mit den Rebellen beschäftigen. Beide, Ducret und Admiral Tennek, willigen ein, den Feind anzugreifen. Also jetzt Horn. Kurs eingegeben, Captain. Gut, machen wir mal. Ach.
Was machen wir jetzt hier? Ein romulanischer schwerer Kreuzer enttarnt sich. Keine Antwort, Captain. Keine Antwort, Captain. Keine Antwort, Captain. Keine Antwort, Captain. Energiewerte von der Raven. Ich glaube, sie wird einen Torpedo abfeuern. Ah. Okay. Sie ist weg. Wieso ist sie weg? Ich höre, eine Warp-Maschine kommt online. Und zwar vom dritten Planeten dieses Systems. Ich habe hier eine Botschaft. Die kommt gerade von Captain Hohn und zwar nur auf Tonkanal. Durchstellen, bitte. Sie haben gut gespielt, Captain. Schade, dass Sie nicht gewinnen. Suchen Sie nicht mein Signal. Ich habe von der Raven teleportiert, vor der Explosion. Mein neues Schiff ist weg, bevor Sie es sehen können. All das Dilithium, das die Klingonen und Romulaner mir für das Artefakt gaben, reicht für mein Leben. War mir ein Vergnügen, mit Ihnen zu arbeiten. Au revoir. Das Schiff hat gewarpt, Captain. Kurs eingegeben, Captain. Okay, warpen wir hinterher. Hail, Raumbasis. Mission erfüllt, Raumflotte. Sie ließen Horn den Amplifikator zerstören und begannen so Krieg mit den Romulanern. Sie ließen die Vernichtung einer vielleicht einzigartigen Kreatur zu. Nächstes Mal erst wägen und dann wagen. Das ist etwas enttäuschend, nicht wahr? Kopf hoch, Kadett. Wir haben alle schon einmal bei einer Mission versagt. Machen Sie es das nächste Mal besser. Hey, Mann. Warum fangen die Krieg an, ihr Dummbatze? Alles hat... Captain's Logbuch. Sternzeit... So, nochmal das Ganze. Romulaner und Klingonen kooperieren. Als ob das im richtigen Leben je vorkommt. Könnte schon sein. Captain, wir werden von Admiral Tennek. Ja, schön. Woher wisst? Ich will aber den Amplikator gar nicht wiedergeben. Captain, wir werden von den Klingonen gerufen. Ich muss gestehen, aye, Sir. Gut, so. Es ist eine Ehre. Ehre. Das meinte ich nicht. Wir werden versuchen, sie gefangen zu... Kurs eingegeben, Captain. So, und jetzt nochmal Schadenskontrolle. Impulsantrieb hoch. Lebenserhaltung hoch. Greifstrahl runter. Photonen, Phaser, Hülle. So. So. Warpen. Die anderen warpen mit uns, alles klar. Alarmstufe rot. Ich sehe einen schweren Romulan. Das müssen die Rebellen. Ich sehe auch einen anderen. Sie entscheiden jetzt, Captain. Rufen Sie Duquette und Tennek. Sie sollen die Rebellen beschäftigt halten. Beide. Duquette und Admiral Tennek willigen ein, den Feind anzugreifen. Also jetzt Horn. Kurs eingegeben, Captain. Also ab zu Horn. So. Wie kriegen wir jetzt das? Wir können sie nicht anpunkten. Das Schiff Tennek kommandiert einen schweren romulanischen Standardkreuzer, Captain. Ein romulanischer schwerer Kreuzer enttarnt sich.
Kret kommandiert einen klingonischen Standard D7, Captain. Margaret Horns Schiff ist ein kleiner Frachter. Ich orte auch einen großen Energieoutput, der höchstwahrscheinlich zu der Thermos-Vorrichtung gehört. Keine besonderen Vorkommnisse, Captain. Keine besonderen Vorkommnisse. Das Geschöpf scheint aus Wasserstoff und einer seltsamen Dilithium-Variante zu bestehen. Diesen Werten zufolge. Ach! Ich habe ungewöhnliche Energiewerte von der. Shit! Kurz bevor ich das Schiff zerstöre. Das gibt's doch nicht. Dieses Systems. Ich habe hier eine Botschaft. Die kommt gerade von Captain Hohn und zwar nur auf Tonkanal. Durchstellen, bitte. Sie haben gut gespielt, Captain. Ja, das bringt uns nichts, weil wir damit die Mission nicht schaffen. Alles hat ein Ende, Kadett. Ja. So, und deswegen muss ich gerade nochmal, will ich gerade nochmal gucken hier. Na gut, also dann musst du halt echt mal lesen, ob nicht das jetzt hier wieder welche super komplizierten Lösungen notwendig wären, ne? Als ob das im richtigen Leben je vorkommt. Könnte schon sein. Captain, wir werden von Admiral. Ja, jetzt müssen wir erst wieder mit den Klingonen wieder reden und mit den Romulanern. Ja, wir helfen euch. Captain, wir werden von den Klingonen gerufen. Hail. Ich Klingon. Muss gestehen, ich dachte nicht. Danke. Es ist eine Ehre. Es ist eine Ehre. Das meinte ich nicht. Das ist wir werden versuchen, sie gefangen. Gut. Die freuen sich. Gelber Alarm. Wie üblich. Warp runternehmen. Impuls hoch, Lebenserhaltung hoch, Traktorbeam runter, Photonen, Phaser, oh, kommt hoch, Leute. So, jetzt. Alles klar, so. Und warpen. Auf geht's. Nochmal. Sollen die anderen sich mit den anderen beschäftigen? Genau. So. Jetzt gucken wir gerade nochmal. Habe ich es auch richtig gelesen? So. Wir warpen einfach weiter. Ich sehe einen schweren romulanischen Kreuzer und einen Klingon D7 auf den kleinen Planetengürtel zufliegen. Das müssen die Rebellen sein, von denen Ducret und Tennek schon sprachen. Ich sehe auch ein anderes, ein kleineres Schiff, das zieht vom ersten Planeten zum kleinen Planetengürtel.
Es ist Ihre Raven. Sie entscheiden jetzt, Captain. Wie okay. Sie Dekret und Tennek. Sie sollen die Rebellen beschäftigt halten. Wir kümmern uns um beide. Dekret und Admiral Tennek willigen ein, den Feind anzugreifen. Gut. Also jetzt Horn. Kurs eingegeben, Captain. Ein romulanischer schwerer Kreuzer enttarnt sich, Captain. Phaser sind nicht verfügbar. So viele Torpedos. Hail. Hail, was? Was ist das denn hier? Ich muss sagen, Forrester, hartnäckig sind Sie. Captain Horn. Ich schlage vor, Sie geben den Amplifikator ab. Sie können sowieso nicht entkommen. Sie haben leider recht. Sehen Sie, Captain, ich möchte nur die Chance zur Selbstverteidigung. Ist das zu viel verlangt? Nein. Ich war es, die Sonnenschlange losließ. Bei einem Grubenunglück in unserem Asteroidengürtel. Dann sind Sie für all dies verantwortlich. Gut beobachtet. Ich weiß auch als Einzige, wie man das Ding stoppt. Durch Photon-Torpedos. Und mit dem romulanischen Instrument töte ich es mit einem Schuss. Aber Ihr Schiff ist für Torpedos nicht ausgerüstet. Zerstören Sie damit nicht Ihr Schiff? Entweder das oder der Tod von Millionen. Meine Crew ist bereits evakuiert. Ich bin bereit, das Opfer allein zu tragen. Warum, Maggie? Ich bitte Sie, tun Sie das Richtige, Captain. Lassen Sie mich die Kreatur zerstören. Lassen Sie mich alles wieder gut machen. Tut mir leid, aber ich kann das nicht zulassen. Viel mehr als nur die Bevölkerung von Taxius hängt davon ab. Ich werde sie an Bord beamen. Ich werde sie an Bord strahlen. Gute Übersetzung. Alles klar, strahlen wir sie mal an Bord. Naja, wenn das so ist. Captain, ich habe ungewöhnliche Energiewerte von der Raven. Ich glaube, sie wird einen Torpedo abfeuern. Robin, hol sie sofort raus. Jetzt! Robin, haben Sie sie hergebeamt? Sie kann kein Torpedo feuern, wenn sie nicht an Bord ist. Wir haben sie, Captain. Die Sicherheit hat sie bereits in eine der Zellen gebracht. Gut. Tja, was machen wir nun mit der Sonnenkreatur? Ja, irgendwie weglocken. Gucken wir mal, ob wir die Raven jetzt schön unter den Traktorstrahl bringen können. Objekt ist außer Reichweite. Objekt ist außer Reichweite. Wir haben sie, Captain. Fliegen wir damit jetzt mal weg von der Sonne? Hä? Will aber das Objekt. Objekt ist außer Reichweite. Objekt ist außer Reichweite. So. Müssen wir sie jetzt vor uns hertreiben, ne? So. So.
bringen wir sie jetzt einfach mal weg, dieses Schiff, ne? Ah ja, die Sonnenkreatur folgt uns. Die Sonnenkreatur dreht jetzt ab, Captain. Sie ist wohl nicht an der Sonne interessiert. Wir haben es geschafft. Missionsziel erfüllt. Aha. Sie ist wohl an dem Raven-Schiff interessiert, oder was, ne? Ducrets Schiff ist zerstört worden. Ach, wir waren zu langsam. Alles klar. Wir hailen jetzt die Raumbasis. Befehl ausgeführt. Glückwunsch, Kadett. Nicht nur haben Sie Captain Horn gefangen genommen, den Amplifikator gerettet, einen Krieg zwischen der Föderation und Romulus vermieden und den Tod der Bewohner von Taxius 1 verhindert, Sie fanden auch die letzte Matruschka-Puppe. Herzlichen Glückwunsch, Captain. Seien Sie auch stolz darauf, dass Sie den Klingonen zu Ihrer Begleitung gewinnen konnten. Klingonen sind ein störrisches Volk. Aber man hat sie am besten doch nicht zum Feind. Aber er ist doch tot, Mensch. Das Schiff wurde doch zerstört, hieß es doch, ne? Oder war es nicht so? Ist das Schiff nicht zerstört worden? Mensch. Jetzt werden wir gerade mal kurz gucken hier. Ups. Warum ist mein Bild? Oh, ganz komisch mit dem Bild hier. Das liegt an der äußeren ein. Ah, okay, das mein Bild ist natürlich noch schlimmer jetzt geworden, wie auch immer. Ich würde sagen, ich speichere jetzt hier in aller Ruhe ab, ne? Denn die Server sind wieder online. Ich denke mal. Damit spielen wir hier beim nächsten Mal weiter. Bis denne, sagt dann der Captain.